Folge von FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute um 17 Uhr gab es ein Video, wo ich Dybala getestet habe, Leute, wo ich die ersten Spiele mit Paulo Dybala gemacht habe. Wer das nicht gesehen hat, kann gerne unten in der Videobeschreibung auf den Link gehen. Da habe ich das 17 Uhr Video verlinkt. Des Weiteren gibt es immer die Fragen, wann streame ich wieder, Leute. Wenn ihr diese Folge jetzt hier perfekt um 20 Uhr euch reinzieht, streame ich um 20.30 Uhr hier heute am Freitag, Leute. Also, kommt vorbei, ich freue mich über jeden, der da ist. Ganz klare Sache, Leute. Das ist mein aktuelles Team und ihr seht, wie hast du die 4,3 Millionen Münzen bekommen. Ich habe ein paar Spieler verkauft, die ich im Verein hatte. Ich habe immer noch so viel rumzuliegen. Hier die ganzen Besatzungsmitglieder kann ich noch verkaufen. Schaut euch das an, ey. Ich muss noch so viele Spieler verkaufen. Das werde ich aber jetzt nicht machen. Ich gucke nochmal ganz kurz auf den Transfermarkt. Ich hatte euch gefragt, was ich mit Marco Reus machen soll. Ein paar hatten gesagt, ich soll damit Dybala trainieren. Aber was ich noch logischer finde, die Spieler stehen hier auch noch drauf. Also da sind immer noch 800.000, 1,2, 1,6, immer noch 2 Millionen. Also ich habe ungefähr 6 Millionen, wenn ich die Spieler jetzt verkaufe. Ungefähr. Genau. Was ich logischer fand und was ich besser fand, den Vorschlag mit Marco Reus, dass ich jetzt hier De Bruyne trainiere, weil De Bruyne hat erst 107 und wenn ich jetzt hier Marco Reus dafür einsetze, De Bruyne zu trainieren, hat De Bruyne 110, was erstens geil ist und ich zahle nur 1,4 Millionen Münzen dafür, weil Marco Reus halt schon viel Erfahrungspunkte quasi in seinem Körper trägt, kann man ja so quasi sagen. Genau, deswegen werde ich es so machen. Ich werde nicht Dybala trainieren, weil Dybala schon 110 hat. Ich werde KDB trainieren, Leute. KDB. Let's go, Leute. Tschüssikowski, Marco Reus. Ich hätte auch Reus verkaufen können für, ich glaube, 4, 5 Millionen oder so. Aber dann hätte ich ja trotzdem, um De Bruyne trainieren zu können, Münzen zahlen müssen, und so habe ich mir ein paar Münzen gespart, aber am Ende wäre es beim gleichen rumgekommen, Leute. Am Ende wäre es beim gleichen rumgekommen. Jetzt habe ich einen 110er KDB und immer noch die 109er. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt auch in der nächsten Zeit irgendwann die 110er packe. Ja, Ramos habe ich ja auch bald jetzt auf 107 durch Skill Boost. Fehlen noch zwei Mann-Deckungskarten. Eigentlich müssten wir jetzt so lange diese ganz normalen Skill-Boost-Packs öffnen, dass ich jetzt hier den... Also, Leute, komm, wir öffnen mal ein paar Skill-Boost-Packs. Let's go. Ich hoffe, dass wir da einmal... Oder, nee, zwei Mann-Deckungskarten brauchen wir ja. Auch wenn es eigentlich dumm ist, diese Packs hier zu öffnen, weil es so viele Mann-Deck... Ach, nee, weil es so viele Mann-Deckungs-Skill-Boost gibt. Nein, weil es so viele Skill-Boost-Karten gibt. Aber vielleicht kriege ich ja trotzdem die richtige. Die Mann-Deckungskarte brauche ich. Let's go. Komm. Ich öffne. Ich sag mal, ich öffne noch 6. Ich öffne noch 6, dann habe ich noch 2,7 Millionen Münzen, genau. Eine schöne gerade Zahl, Kappa. sie ist ja nicht gerade, deswegen habe ich Kappa gesagt, Leute. Genau. So, also 4 noch. Tempo, Schießen, Reflexe, Ruhe. Ach, jetzt öffnet sich das wieder automatisch. Jetzt gibt es wieder den Bug. Ah, absolut belastend. Kann sein, dass ich jetzt mehr geöffnet habe. Lange Pässe, Weitschüsse. Wieder nicht dabei. Jetzt öffnet sich wieder eins. Nice. Wie oft habe ich darauf gedrückt, ey? Ballkontrolle, Kopfball, zweiter Stürmer. Alles, was wir nicht brauchen. Zwei werde ich noch öffnen. Ich habe nur einmal drauf gedrückt. Rein theoretisch darf sich auch nur eins öffnen. Physis halten, ausgewogen und Reflexe. Und jetzt im letzten habe ich bestimmt Manndeckung, weil EA weiß, dass ich jetzt zwei Manndeckungskarten brauche. Haben wir jetzt eine Manndeckungskarte und dann öffne ich ja noch weiter in Packs. Und. Meine Theorie bestätigt sich nicht. Ich werde jetzt keine Münzen mehr ausgeben für die Skill Boost Packs. Was gibt es denn eigentlich noch? Trainingspack? Ja, die ganzen... Nee, Leute, wir öffnen unser Gratis-Pack noch, da haben wir jetzt Ronaldo drin. Ich sag jedes Mal, dass wir Ronaldo ziehen und irgendwann stimmt es vielleicht, Leute. Dann habe ich meine Prediction rausgehauen hier, Ronaldo im Gratis-Pack. Hier ist er, 100 Erfahrungspunkte für Mittelfelder. Geil. So, zack. Retro-Stars-Event werde ich jetzt auch noch gleich spielen, Leute, keine Sorge. Aber ich wollte jetzt einfach mal, wir haben doch in den letzten Tagen und so weiter viele Erfahrungspunkte bekommen. Schaffen wir es, David Luiz zu trainieren? Schaffen wir. Perfekt, also David Luiz auf 108.
Haben wir noch im Sturm eine Karte? Ronaldo? Ja, so viele Erfahrungspunkte haben wir sicherlich nicht, ne? Aber wir hätten Arnautovic, den ich eh nicht verkaufen kann, ne? Kann ich den verkaufen? Ich glaube nicht. Und einen Calejón brauche ich auch nicht. Und den kann ich auch nicht verkaufen. Und einen Mkhitaryan bringt ja nichts für den... Keine Auktion möglich, also bringt nichts für Ronaldo. Und hier keine Auktion möglich. Okay, Leute, wir geben jetzt unsere Münzen aus. Eigentlich wollte ich mir die Münzen behalten, ey. Weil eventuell baue ich mit euch heute gemeinsam ein neues Versus-Angriff-Team für das Weekend-Tournament, für die Weekend-League, für das Turnier-Event. Aber Ronaldo auf 109 hätte auch was, deswegen... Komm, wie viel muss ich denn dafür zahlen? Kriege ich das überhaupt hin? Hier, Sandro Wagner, let's go, hau ich auch rein. 900.000 Münzen, Leute, das mache ich auch nochmal. Tschüssikowski, Sandro Wagner. Ich lege jetzt Sandro Wagner ab. Na, ist mir auch vollkommen egal. So, 109er Ronaldo, Leute. Den kriegen wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch auf 110. Ich will die 110er Bewertung noch schaffen, Leute, in diesem FIFA Mobile Part. Dann kommt ja auch bald FIFA 19 Mobile raus. Das kann man hier gut am Retro Stars Event sehen, weil nach dem Retro Stars Event wird dann FIFA 19 Mobile rauskommen. Bis zum 26.19. noch 13 Tage, Leute, also noch 2 Wochen. Ich werde auf jeden Fall auch wieder FIFA auf der Konsole spielen. Schön Ultimate Team, habe ich mega Lust drauf dort. Auch eventuell mal am Wochenende die Weekend League zu streamen. Dann könnt ihr sehen, wie ich so FIFA an der Konsole spiele. Und ich wage von mir zu behaupten, dass ich jetzt nicht so der schlechteste Spieler bin. Aber das auch nur als Zusatz. FIFA Mobile wird weiterhin auf meinem Kanal vorrangig sein. 20 Uhr Folge ist klar, Leute. 20 Uhr ist die FIFA Mobile Packs Raider Zeit. Ich gehe hier rein ins erste Versus Angriff Retros Spielchen. Let's go. 87 gegen 88 wird, ja, nicht einfach. Und ich hoffe, dass sich Dybala jetzt mal eingespielt hat, Leute. De Paolo. Unser neuer ZOM. Komm, Coutinho. Erster Abschluss in der heutigen Folge. Natürlich geht er gleich an die Latte. Wie soll es auch anders sein? Krucker. Ja, stark auf Dybala. Komm. Dybala. Was für ein Tor. Genau so muss er den machen. Genau so und nicht anders. Komm. Lupf ihn rein. 2:1. Das wird ein Hin und Her hier, Leute. Das merke ich direkt am Anfang des Spiels. 3:2, jetzt macht der Gegner wahrscheinlich sicherlich jetzt gleich das 3:3, macht er nicht. Ich habe 2 Tore Vorsprung hier. 4:2. Perfekt. Salah. Komm, nein. Das war eine gute Chance, die ich hätte reinmachen müssen. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Sardes und Salah 5:4. Ich gehe wieder in Führung. Runter damit und nochmal runter. Schöner Pass auf Ronaldo und Ronaldo. Alter, einfach nur mit der Pike rein oder so. Und nicht so schwach aufs Tor. Mach ihn, Junge. 6:5. Let's go, Mann. Ballverlust beim Gegner. Ich habe aber noch nicht gewonnen. Der Gegner ist frei. Alter, Leute, spiele ich 6:5, gewinne ich oder spiele ich unentschieden 6:6? Nein, ich spiele unentschieden. Ich spiele unentschieden. Das gibt's nicht, Leute. Dafür muss ich jetzt das Spiel gewinnen. Let's go. 27 Punkte haben wir also heute Abend im Stream. Wenn ihr dabei seid, werde ich auch ein paar Retro-Packs öffnen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start, Leute. Es geht wieder so los mit den Streams, weil ich habe, wie gesagt, mega Lust, auch wieder natürlich zu FIFA 19, FIFA 19 Mobile, aktiv, regelmäßig Streams rauszuhauen mit einem, sage ich mal, Streaming-Plan, dass ihr genau wisst, wann ich streame und genau, vielleicht jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag oder so, oder jeden Montag und Freitag oder, weiß ich noch nicht, wie oft in der Woche, aber ich habe auf jeden Fall Lust, sowas zu machen. Und wenn ich auf was Lust habe, Leute, werde ich es auch machen. Das kann ich euch versprechen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann kommt die Roomtour, Leute, die wird auch noch kommen. Keine Sorge. Und da werde ich auch, denke ich mal, so fragen. Vielleicht frage ich auch vorher im Vorfeld nach ein paar Fragen, die ich dann auch während der Roomtour beantworte. So Fragen... Persönliche Fragen. Wisst ihr, was ich meine? Die ich nie so wirklich beantwortet habe. Muss ich mal schauen.
Dazu gibt es aber noch nähere Informationen. Vielleicht mache ich das über den Community-Tab, sodass ihr da Fragen stellen könnt. Oder vielleicht mache ich es mal in einer Folge, dass ihr dann unten in den Kommentaren die Fragen stellen könnt. Muss ich mir noch überlegen. Komm, Ronaldo, 4:2, 30 Sekunden. Haben wir hier noch Zeit, wenigstens das Spiel hier zu gewinnen? Coutinho, nein, der geht vorbei. Ist auf Dybala Verlass, Leute. Ist auf Paulo Dybala Verlass. Nein, ist es nicht. Alter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich mach keine Chance mehr rein hier. Ich laufe immer viel zu weit zum Keeper. Mach ihn, Junge. 5:4. Der Gegner ist frei. Das ist wieder ein Duell. Ein Ergebnis, was sich ganz am Ende in der allerletzten Sekunde entscheidet, Leute. Gewinne ich 5:4 oder spiele ich unentschieden? Ich gewinne 5:4 und so kann man doch eine Folge perfekt beenden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.